So, weil ich mit einer Runde Mighty Fly. Ich wollte eigentlich gerade Entropia aufnehmen, allerdings ist der gerade aktuell down. Vermutlich Serverwartung oder so, keine Ahnung. Deswegen dachte ich mir, naja, gut. Das hat eh, glaube ich, jemand geschrieben hat im Stream. Er hätte sich noch gefreut über einen Mighty Stream. Allerdings, ja, nach 3 Stunden Mapping Stream oder fast 3 Stunden Mapping Stream. Ist natürlich jetzt da die Motivation auch nicht mehr so extrem am Start und wer mich kennt, weiß, ich mache eigentlich nur mal ein Stream am Tag. Und deswegen, ja, 150 Chips für ein Ding. Ich habe damals mal eine Babycow. Ich brauche wieder eine. Das war damals mein Pet im Offi. Oh Mann, ey. Das war eine Zeit und irgendwann wurde ich dann abgezogen und jemand hat mir das Pad dann abzogen. Böse, böse. Diese kleine Babycow. Mann, oh Mann. Das waren Zeiten. Das waren echt Zeiten. So, aktuell nur eine Party ohne Skills. Vorher war sogar noch eine andere Party da. Beziehungsweise zwei andere mit 7 von 8 Füllern. Bringt uns halt nichts, weil, ja, ungünstig. Und deswegen, naja, egal. Ich meine, Skills sind natürlich jetzt super und Skills sind auch schön und alles, aber wieder schon mal AFK. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute es zumindest mal. Can you activate Skills? Ich vermute, dass es AFK ist, aber please. Ich schreibe es trotzdem mal, ich probiere es mal. Vielleicht ist er da und hat irgendwie Bock, Skills zu aktivieren. Punkte haben wir hier genug, aber mir auch genug Lust hat. Ich weiß es nicht. Ah, Padding speichert es immer nie. Das heißt, es fehlt genau ein Hit. Ups. Ein bisschen ungünstig das Ganze. Naja, okay. Wir bräuchten, glaube ich, dann 500 davon für. für ein Buff-Pad. Also für dieses Buff-Pad Renzi. Das ist definitiv noch einiges. Aber gut, wie gesagt, ich meine, es ist erreichbar. Also, es ist jetzt zumindest nicht komplett unrealistisch, dass wir das Ganze erreichen. Also, ich meine, 500 ist ein bisschen eine Grenze, weil klar, ich meine, 500 sind 500 und das dauert eine ganze Weile. Aber, naja, es ist. Es ist noch machbar, würde ich mal sagen. Und ich meine, klar, so ein Buffpad ist natürlich eher mehr ein bisschen Endgame-Content. Ganz egal, was man jetzt da als Beispiel nimmt, ob es jetzt irgendwie Offi ist oder. Ja, im Prinzip auch auf jedem PS-Server. Also auf CW zum Beispiel muss das Ding ja sogar voten, dann die ganzen Keys. Deswegen. Ja, ich denke, das ist ganz in Ordnung. So, Ringe droppen irgendwie gar keiner, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob man die nur kaufen kann. Ich glaube, die gibt es irgendwie für. Puh, 500 Blue Chips oder so. Oder was waren das? Oder 1000 Blue Chips? Ne, ich glaube, 500 waren es, oder? 500 Blue Chips? Ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Ja. Party Skills sind schön. Eine eigene Party zu aufmachen lohnt nicht, weil ich halt einfach. Ich meine, das ist halt gerade eine meiner. Ja, typischen Fly-Folgen, wo ich halt nicht wirklich. Lang bzw. aktiv jetzt halt hier online bin. Also aktiv schon, aber halt ist nicht lang zumindest, sagen wir so. Deswegen extra eine eigene Party und Schauten und ach, keine Ahnung. Das lohnt dann wirklich. Kannst du immer sterben? Danke. So. Genau, Pet levelt auch. Das haben wir jetzt endlich mal Endpet bekommen. Das ist ziemlich nice. Also, noch ist es nicht nice, aber. Es müsste schon mal nice, dass wir hier ein und mehr haben als vorher. 0,31% pro Mob kriegt man ungefähr. Also kriegt das Pad ungefähr. Das ist nicht so viel. Also für Klasse D zumindest, du bist schon relativ lang beschäftigt. Aber wie gesagt, ich meine, das ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Also, ist das Low Rate, Grinden ist vollkommen okay. Und ich brauche ja nicht irgendwie dann ein Pad, welches innerhalb von 20 Minuten oder so auf maximale, also hier schon auf S oder so ist. Das muss nicht sein. Und vor allem das Ding kostet, also es kostet auch einen Haufen.
die Dinge zu upgraden, also beziehungsweise mit Mistakes und so. Keine Ahnung wie viel, aber wahrscheinlich schon ein bisschen was. 21%, 23%. Die Valentine-Badges kann man nicht mal wegschmeißen da. Bringt uns im Prinzip eigentlich eh nichts mehr. Okay, jetzt irgendwie mal von Hand sortieren, das habe ich schon lange nur gemacht. Mittlerweile gibt es echt auf jedem Server und sogar im Office ja die. Also das Autosortiersystem. Deswegen echt in gewöhnungsbedürftig. So, Party Level 248. Und wieder ohne Skills. Ziemlich unlucky das Ganze. Ich meine, von Sonntagabend, naja, gut, halb 10 ist es momentan. Wir könnten auch in die andere Party gehen, die von Hello Kitty. Hat keine Fupa an, deswegen. Wir könnten eine Fupa kaufen, aber andererseits. Wie lange hält die 15 Minuten? 15 Minuten. 15 Tage, glaube ich, oder? Ja, gut, ich meine. Worth es schon. Aber extra nochmal Stadt gehen und so, ich weiß nicht. Ich meine, klar, wir laufen nach doppelt so schnell, aber. Gut, ich meine, vielleicht hat da jemand Skills an. Das kann natürlich auch sein. Wir probieren es. Okay, let's try. Der ist 125 und der hat keine Fupa an. Ist das dem sein fucking Ernst? Gut, ich meine, vielleicht hat er einfach gerade sein ganzes Geld rausgehauen. Für irgendwelche anderen Sachen. Ja, vielleicht hat er irgendwie der Ela oder so oder der Knight von dem Typen irgendwie Squalls an. Wird zumindest Sinn ergeben. Ich meine, wird er bestimmt irgendwas farmen hier, oder? 125 und 25, 120. Ein Restrahelm. Jetzt haben wir schon drei Restrahelme. Wow. Letztens habe ich noch so gesagt, so drei Restrahelme für eine Klasse. Oh nice, der hat Skills an. Er ist Skrolls an. Wäre natürlich super. Und genau, jetzt droppe ich eben drei Restrahelme für ein 90er Set. Wow, das ist. Einfach vielleicht Vorführeffekt oder so. Ich habe jetzt übrigens da einen Genion-Teil gekauft und zwei Wie heißt denn hier? Mekadro? Mekadro-Teile. Der Effekt von Dingen ist auch ziemlich nice eigentlich. Und zwar Item-Wiki. Mekadro-Set. 25 Int für wie viele Teile? Ja, keine Ahnung, stehen dabei wahrscheinlich ein Teil 25 Int. Nee, es kann nicht sein. Ein Teil 25. Zwei Teile wahrscheinlich, oder? Zwei Teile 25, vielleicht drei Teile 25% Cast. Und der Rest ist halt dann eben, also 4 Teile, dann 3% Attack und 5% AP oder so. Aber selbst 25 Int ist halt schon ziemlich nice, also. Hä? Ach, so wieder Party Lieder geswatcht. Nee. Okay. Solange wir Skills haben, ist mir ziemlich egal, was er macht. So, ich würde einfach nur leveln und vor allem Damage machen. Vor allem schnell und effizient leveln. Wahrscheinlich schneller und vor allem effizienter mit AOE, aber. Ach so, warte mal, da ist das Skill. Ja, 12k Damage. Das ist klar, ist einiges, aber. Ich bin jetzt einfach zu langsam. Ich habe zu wenig Speed und so. Ist mir jetzt einfach ein bisschen zu risky. Keine Ahnung, ich vermute nicht, dass das gerade wirklich viel Sinn macht. Die ganze Zeit durchsterben und so, ist irgendwie auch nicht so geil. Und wie gesagt, ich meine 25% Cast, also dann kommen wir schon hier so ein bisschen in den Bereich, wo das Ganze auch wirklich Sinn macht. Und, warte mal ganz kurz, wie viel haben wir da? Die 10% HP behalten wir sogar, wenn wir jetzt die zwei Teile da anlegen, die zwei Mechatro-Teile. Ach, das andere ist Female. Bin mir nicht sicher, ob es irgendwelche Item-Trances oder so gibt. Keine Ahnung. Tja.
Mal schauen. Ich hoffe, die gibt's, weil sonst bin ich echt doppelt und dreifach im Arsch. Also, wenn wir das fürs richtige Ding brauchen, das richtige Gender, dann haben wir echt ein Problem. Aber ich vermute, die wird es bestimmt irgendwo geben. Vielleicht zum Voten oder zum. Vielleicht für irgendwelche Chips oder so. Steht das vielleicht sogar da? Upgrade Materials ist klar. Vielleicht für Red Chip oder so. Keine Ahnung. Irgendwas wird schon geben. Wir haben jetzt eh noch ein paar Level vor uns. 9 Level noch. Vielleicht droppen wir auch noch einen Teil davon. Also, es ist natürlich jetzt relativ unwahrscheinlich, aber. Naja. Neko hat mich übrigens angeschrieben. Oder? Neko? 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 Auf alle Fälle hat er mal gesagt, dass es eben vom Server auch noch so gewollt ist, dass die Droprate von den Dingern so niedrig ist. Einfach damit man halt eben mehr zusammenspielt. Im Team, in der Gilde. Und eben auch ein bisschen handeln scheinbar muss. Und deswegen. Ja, genau. Also. So schaut es zumindest scheinbar aus. Okay, also die Party Level 87 schon. Okay. Interessant, ist das 97. 53 Int haben wir jetzt momentan. Ha, das reicht für 3 Skills. Okay. Also ich finde, wenn man halt irgendwie die Monster mit 3 Skills oder idealerweise natürlich mit 2 oder 1 Skill natürlich killen kann, das ist echt schon mal ziemlich entspannt. Das Ding ist einfach, der 4. Skill braucht einfach mal so ein bisschen länger. Kommt so, falls man diese Actions hat, immer so in 2 Teile aufteilt. Haben die ersten 3 und den anderen 2. Es ist immer so ein Delay dazwischen und das ist ganz komisch. Also nicht wirklich ein Delay, aber halt immer so eine kurze Cast Break irgendwie und dann passiert erstmal kurz nichts und keine Ahnung, das ist ganz komisch. Also jetzt nicht nur hier, sondern halt generell auf also das generell so ein Fly-Ding irgendwie. Und deswegen auch relativ angenehm, da kommt gerade vielleicht erst die erste Bombe an und dann sind schon durchgecastet, man kann schon mal direkt zum nächsten Monster gehen. Fühlt sich einfach weitaus schneller an, als wenn man jetzt irgendwie mit vier Bomben so einen Monster killt. Das ist ziemlich angenehm. So, Moonstone, Ori. Und wieder ein Satal. Styrans, okay. Also, wie gesagt, ich meine, letztens haben wir fast gar nichts gedroppt. Vielleicht hat er einfach nur Pech, kann ja auch sein. Also, zum Beispiel schon 2 Satale. Und die Hälfte der Zeit habe ich nicht mal Skills gehabt. Mit Zeit 4 Minuten ungefähr oder 5 Minuten, glaube ich, Skills. Und 13 bzw. 11 Minuten, glaube ich, Level Mats ungefähr davon. Also jetzt insgesamt. Geht eigentlich. Vielleicht ist einfach auch die Droprate am Anfang so gering. Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber mir kommt es eben eh so ein bisschen vor, als würde die Droprate mit dem Level irgendwie steigen. Das wird euch wahrscheinlich jetzt einfach nur subjektiv mir so vorkommen, weil wahrscheinlich die Monster schneller killen oder so. Aber. Keine Ahnung, es kommt mir eben gar nicht mehr so langsam vor, dass wir die ganzen Items kriegen, wie ich es mir am Anfang gedacht habe. Also bei Yeezys, als wir waren, keine Ahnung, haben wir echt lang gebraucht, bis wir mal die ersten Teile gehabt haben oder bis wir uns generell mit den ersten Awakes leisten konnten. Und. Ja, so gefühlt zumindest ist es schon so, dass wir jetzt ein bisschen schneller vorankommen. Wie gesagt, jetzt nicht schnell, nicht viel schneller, aber halt. Ja, links sieht man schon auch ein bisschen öfter mal ein paar Dinge aufploppen und so. Naja, also entweder täusche ich mich nur oder vielleicht sind auch die höheren Monster wirklich. Vielleicht haben wir einfach eine höhere Droprate für bestimmte Sachen, ne? Und schon wieder ein Satteil, lol. Okay, das ist echt lustig. 3 Satteile innerhalb von 12 Minuten. Es lief ja die Party, oder wie? Ernsthaft? Really? Okay, das. Ich glaube, ich sind einfach nur nicht zu 100% One-Hit.
zu 90, aber nicht zu 100 scheinbar. Keine Ahnung. Ja, 94 HP bleiben wieder stehen. Super. Und Level Up. Jetzt haben wir die wieder hoffentlich zu 100% One-Hitten. Wir kriegen pro Level Up echt 150 HP mit dazu. Und gut, wir haben jetzt natürlich hier nochmal 10% HP Bonus und ein bisschen STR und so, wie wir haben aktuell. Okay, 117 STR. Macht sich jetzt natürlich gerade schon ein bisschen bemerkbar mit den ganzen Awakes, die jetzt doch schon ein bisschen besser hier sind. Sagen wir mal so. Hier mal irgendwie 12 STR mal einfach drauf. Neben den 42 End beispielsweise. Und sonst, wo war das andere Ding mal drauf? Ich weiß, wow, der One ist irgendwie echt schlecht erweckt. Naja, egal. Ich überlege gerade, Angels, Chi-Waffen können wir wann farmen? 108 ist glaube ich, oder 107? Der Glafangig ist glaube ich der erste, der droppt. Der müsste glaube ich 107 oder 8 sein. Ich weiß es nicht mehr. Region Dark und 3. Okay. 107. Naja gut, wir könnten halt so Level. Also im Prinzip, wir können natürlich das Ding auch hier snaren oder halt festhalten zumindest. Gut, ich meine klar, wenn wir jetzt einen Level Down haben, dann macht es vorher Sinn. Ansonsten ohne Level Down macht es wahrscheinlich jetzt eher weniger Sinn. Ach so, okay. Der Server ist wieder online, also Entropia ist wieder online. Die haben schon wieder einen Server Crash gehabt. Ganz komisch bei denen. Also die haben irgendwie echt momentan heute um 21 Uhr, heute um 12 Uhr, heute letzten Donnerstag. Okay, letzten Donnerstag. War sie nicht so. Dann letzten Dienstag. Ne, da war es eine Wartung, okay. Keine Ahnung. So, Red Chips. Red Chips droppen echt gut. Jetzt haben wir schon 50, glaube ich, gedroppt. Ungefähr 50. Millionen haben wir auch schon. Okay. So, naja. Ich denke mal, ich werde dann vielleicht die nächsten Tage nochmal hier aktiver sein. Ich weiß nicht genau, was und wo ich als nächstes stream. Ich wollte auch mal wieder Entropia streamen. Entweder Entropia oder Mighty Fly wird auf alle Fälle nächstes streamen. Wann er ist, keine Ahnung. Unter der Woche. Wahrscheinlich unrealistisch. Ich bin mir nicht sicher, wann ich wirklich als nächstes stream. Also nächsten Tage werden wahrscheinlich echt so ein bisschen streamarm werden. Vielleicht ein Mapping-Stream. Aber ein wirkliches Livestream in dem Sinne wahrscheinlich eher weniger. Bin mir nicht sicher. Vermutlich nicht wirklich. Nope. Wahrscheinlich nicht. Momentan habe ich einfach zu viel Stress und beziehungsweise ich mache mir einfach gerade selbst ein bisschen Stress mit dem Ganzen und deswegen, wenn ich halt dann wirklich zu Hause bin, dann meist nur zum Ausruhen und streamen oder so, klappt einfach nicht momentan. Also vielleicht ab Frühling wieder geht das Ganze schneller, einfacher, besser, öfter, aber ansonsten ist das Ganze ein bisschen schwierig. Naja, wie dem auch sei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFlyP.